Das Schuljahr ist zu Ende, die Hefte liegen auf dem Fußboden. Rasch werden sie weggeräumt, denn auch die 1C der Internationalen Grundschule Pierre Trudeau freut sich auf die Zeugnisse. Und da liegen sie. Die ersten Klassen bekommen noch keine Noten, sondern eine verbale Einschätzung. Aber bevor es soweit ist, werden die zahlreich erschienenen Eltern auf internationale Weise begrüßt. Die Internationale Grundschule ist eine Schule in privater Trägerschaft und wird vom Verein École geführt. Von Anfang an werden Fremdsprachen, Schwerpunkt ist hier Französisch, vermittelt. Die Eltern zahlen ein Schulgeld. Doch jetzt, da die Kinder ihre Zeugnisse in den Händen halten, die Teilnehmer am Schulsportfest haben auch noch eine Medaille bekommen, ist es Zeit für die großen Ferien. Und am 6. September gehen diese Kinder in die zweite Klasse.